Was hat dieser Schal hier wohl mit Physik zu tun? Oder geht es überhaupt um Physik oder vielleicht vielmehr um Philosophie bei der heutigen Vorlesung? Heute komme ich also zurück auf die Frage, die wir im letzten Clip angesprochen hatten, nämlich den sogenannten Teilchen-Welle-Dualismus, also die Frage, wieso verhält sich Licht wie eine Welle manchmal, aber manchmal auch wie ein Teilchen. Gehen wir also der Reihe nach nochmal vor, was wir gelernt hatten. Es begann damit, dass man seit langer Zeit vermutete, dass Licht aus kleinen Teilchen bestand. Das hat auch Herr Newton so formuliert. Das war völlig logisch, denn das, was man mit Licht hauptsächlich machte, war Strahloptik. Jeder Maler musste das können. Wir sehen hier also ein Bild, was Albrecht Dürer gemacht hat, wo er zeigt, wie ein Malerlehrling lernen musste, perspektivisch zu zeichnen. Und perspektivisch zu zeichnen konnte man, indem man die Strahlengesetze aus der Mathematik auf das Licht anwandt. Es geht also darum, dass Licht sich normalerweise geradlinig ausbreitet. Und das kann man am einfachsten erklären, indem man sagt, Licht besteht aus kleinen Teilchen, die da geradlinig herausfliegen. Der zweite Schritt der Erkenntnis bestand darin, dass man herausfand, dass Licht sich wie eine Welle verhält. Licht breitet sich nicht immer geradlinig aus, insbesondere Effekte wie Beugung, wo das Licht durch eine kleine Öffnung hinten in alle möglichen Richtungen rausgebeugt wird, oder auch Interferenzeffekte, wo mehrere Lichtwellen miteinander interferieren. Die konnte man mit der Korpuskeltheorie von Newton nicht erklären. Und da ist insbesondere der Herr Huygens zu nennen, der jede Wellenausbreitung zurückführen konnte als die Ausbreitung von kugelförmigen Elementarwellen. Wir sehen das insbesondere sehr schön hier an dem Bild, wo man einen Doppelspaltversuch hat. Bei diesem Doppelspalt gehen die beiden Lichtstrahlen durch zwei Spalte und breiten sich dahinter fast kugelförmig aus oder in dem Fall kreisförmig aus und überlagern sich dann. Die Maxima und die Minima der Wellen können dann Interferenzen bilden und dadurch kann es sein, dass das Licht sich teilweise auslöscht oder teilweise auch dahinter verstärkt, sodass es hinter dem Doppelspalt ein kompliziertes Wellenmuster gibt. Das hat also Herr Huygens sehr schön erkannt. Und der dritte Schritt der Erkenntnis, den haben wir dann in dem letzten Clip besprochen, nämlich den Fotoeffekt. Der Fotoeffekt, später auch der Compton-Effekt. Compton-Effekt ist die Streuung von einem Lichtteilchen an einem Elektron, sodass nach der Streuung das Lichtteilchen und das Elektron mit unterschiedlicher Energie- und Impulsrichtung wieder wegfliegen. Diese beiden Effekte insbesondere, die hat Herr Einstein erklären können, aber nur unter der Annahme, dass Licht sich wieder wie ein Teilchen verhält. Das heißt, im Wellenbild war diese Vorstellung jetzt nicht mehr zu erklären. Die geradlinige Ausbreitung, die Herr Newton mit dem Teilchenbild erklärt hat, die konnte man auch über das Wellenbild erklären. Aber diese neuen Phänomene, für die Herr Einstein seinen Nobelpreis bekommen hat, die konnte man eben nicht mehr durch das Wellenbild erklären. Darum ist Einstein zurückgegangen zum Teilchenmodell. Die Teilchen nennen wir die Photonen und Einstein hat richtig erkannt, dass die Energie eines Photons nicht von der Amplitude zum Quadrat der Welle zu erklären ist, sondern durch die Frequenz. Das heißt, er hat erkannt, dass Licht in Energiepaketen gebündelt ist und diese Energiepakete ihre Energie anhand der Frequenz und nicht anhand der Amplitude der Welle bekommen. Ähnlich kann man das auch mit dem Impuls durchrechnen. In beiden Fällen hat man also einen Zusammenhang zwischen dem Wellenbild und dem Teilchenbild und der Zusammenhang ist gegeben über das Plancksche Wirkungsquantum. Damit ist das Ganze aber auch noch nicht vollständig erklärt. Als nächstes kam de Broglie ins Spiel. Das ist der Herr de Broglie, schreibt man ihn, de Broglie spricht man ihn. Der Herr de Broglie hat also erkannt, dass nicht nur Photonen diese beiden Eigenschaften von Welle und Teilchen haben, sondern jede Art von Materie. Er hat also die Materiewellen erfunden quasi
und hat gezeigt, dass auch Elektronen Welleneigenschaften haben, also die Bausteine der Materie, die man eigentlich als Teilchen an sich bezeichnet, weil sie zum Beispiel Ladung oder Masse haben, einen diskreten Wert von Masse und Ladung. Auch diese Teilchen haben also Welleneigenschaften. Er kommt also zu dem Schluss, dass Wellen- und Teilcheneigenschaften beides zu den Bausteinen unserer Materie gehört. Diese Bausteine nennen wir die Quanten. Ein Quant hat also zwei Seiten, wie zwei Seiten einer Medaille. Die eine Seite ist das Wellenphänomen, die andere Seite dieses Quants ist das Teilchenverhalten. Ganz allgemein gilt also, Quanten verhalten sich einerseits wie Wellen, sie haben eine Frequenz und eine Wellenlänge. Quanten haben aber auch Teilcheneigenschaften, verhalten sich wie Teilchen, die aus einzelnen Paketen bestehen. Und diese einzelnen Pakete haben eine Bewegung, die sich aufgrund ihrer Energie und ihres Impulses ergibt. Auch hier gilt ganz allgemein, der Zusammenhang zwischen Wellen- und Teilchenbild ist also folgendermaßen E gleich H mal F, genau wie wir es bei dem Licht kennengelernt haben, und P gleich H durch Lambda, so wie es eben auch für eine Lichtwelle gilt. Lambda ist also die Wellenlänge und P ist der Impuls. Nun, wie ist De Broglie dazu gekommen? Er hat einfach versucht, die Experimente, die man für Licht gemacht hat, um zu zeigen, dass Licht Welleneigenschaften hat, die hat er für Teilchen gemacht, und zwar fürs Elektron. Statt einer Lichtquelle nimmt er also eine Elektronenkanone. Da fliegen also die Elektronen vorn raus. Das Ganze ist im Vakuum. Und die rausfliegenden Elektronen schickt er auf einen Doppelspalt. Und wenn Elektronen ganz normale Teilchen wären, dann würden hinter dem Doppelspalt die Elektronen ankommen, aber nur da, wo das aufgrund des Schattenrisses möglich ist. Man würde also zwei Streifen von Elektronen dahinter sehen. In Wirklichkeit sieht man aber wesentlich mehr Streifen. Es gibt genau wie beim Licht auch bei den Elektronen ein Interferenzbild, und dieses Interferenzbild hat eben Streifen, die man nur im Wellenbild richtig verstehen kann. Wer sich mit Interferenzen noch nicht so gut auskennt, dem lege ich nahe, dieses Experiment hier zu machen, wieder in unserem schönen Simulationsprogramm von der Universität Colorado. Da gibt es die Möglichkeit, Interferenzen von Wellen generell zu studieren. Da hat man also die Möglichkeit, Wasserwellen zu simulieren, Schallwellen und auch Lichtwellen. Wir machen es hier gerade mal mit Lichtwellen. Wir nehmen dazu dieses Simulationsprogramm und schalten jetzt eine Lichtquelle an. Die Lichtquelle gibt paralleles Licht aus, was in Wellenfronten auf diesen Doppelspalt zuläuft. Dahinter bilden sich dann, so wie Huygens es vorhergesagt hat, kugelförmige Wellen, die sich ausbreiten in alle Richtungen. Und das Besondere ist jetzt, dass die Wellen dahinter ein Interferenzmuster bilden. Und in diesem Interferenzmuster gibt es Maxima und Minima. Da können also die Wellen sich gegenseitig verstärken oder auslöschen, je nachdem, ob ihre Amplituden positiv oder negativ zueinander sind. Und wenn man dann dahinter ein Messgerät setzt, kann man also Stellen finden, wo es dunkel ist, und Stellen finden, wo es hell ist. Und dieses Bild, was dahinter entsteht, das ist charakteristisch für den Doppelspalt. Würde man nur einen einzelnen Spalt dahinstellen, dann würde man ein ganz anderes Bild erkennen. Mit anderen Worten, hinter dem Doppelspalt gibt es Stellen, wo es dunkel ist, und an diesen Stellen würde es aber nicht dunkel sein, wenn man einen Einzelspalt hat. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das, was wir hier gerade in der Simulation gemacht haben, das hat Huygens also im Experiment mit Elektronen statt mit Licht gemacht. Und da möchte ich Ihnen hier nochmal die Ergebnisse zeigen. Das sieht also folgendermaßen aus. Wie gesagt, die Elektronenkanone schießt auf einen Bildschirm. Und dieser Beobachtungsschirm, der beispielsweise eine Fotoplatte darstellt, oder heute würde man das mit empfindlichen Teilchendetektoren machen, da sieht man dann einzelne Elektronen ankommen. Und da sehen wir hier zum Beispiel das erste Bild mit der Nummer B. Das zeigt, wie 200 Elektronen ankommen. Das heißt also, die 200 Elektronen machen jeweils einen Punkt auf der Fotoplatte. Das heißt also, jedes Elektron, was da auftrifft, macht einen einzelnen Punkt, ist also quasi ein Teilchen, was an einer bestimmten Stelle auftrifft.
Wenn man dann weitere Statistik sammelt, dann sieht man hier die Bilder für 6000 Elektronen, für 40.000 und für 140.000 Elektronen. Und da sieht man eben ganz klar die Streifen. Und diese Streifen sehen genauso aus wie beim Licht. Das heißt also, die gleichen Gesetze, die den Transport beim Licht machen, nämlich die Wellengesetze, die gelten auch für Elektronen, also für die sogenannten Materiewellen, die de Broglie einführte. Zunächst mal erscheint es vielleicht gar nicht so erstaunlich. Wenn man aber darüber nachdenkt, dann merkt man, da ist eine ganze Menge dahinter, was man eigentlich verstehen sollte. Das bedeutet nämlich zum Beispiel Folgendes. Wenn ich jetzt einen der beiden Spalte zumache, ich kann ihn zukleben und gucken, was für ein Bild entsteht, dann entsteht ein ganz anderes Bild. Wenn ich den anderen Spalt zumache, entsteht auch ein anderes Bild. Das alleine ist noch nicht so verwunderlich. Aber wenn Sie darüber nachdenken, das bedeutet ja, Sie können das Experiment ja so machen, dass Sie einzelne Elektronen Stück für Stück da durchschieben. Und es gibt einfach Stellen auf der Fotoplatte, die schwarz bleiben müssen beim Doppelspalt. An diesen schwarzen Stellen wird nie ein Elektron ankommen. Das heißt also umgekehrt, jedes einzelne Photon, was da einzeln durchfliegt, muss wissen, dass man einen Doppelspalt und keinen Einzelspalt hat und muss also anhand dieser Information an einer ganz bestimmten Stelle auf dem Schirm landen. Ja, das ist also das Besondere, diese Interferenzeffekte, die man von den Wellen kennt, die gelten in der Quantentheorie für jedes einzelne Teilchen. Das heißt, jedes einzelne Teilchen, kann man sagen, interferiert mit sich selber, nimmt quasi beide Flugbahnen durch beide Spalte, interferiert dann und berechnet dann, an welcher Stelle es am Schirm ankommen darf und wo nicht. Und das ist das eigentlich Seltsame an der Quantenmechanik, dass also Dinge passieren, die man intuitiv so nicht verstehen kann. Das ist ganz schön in dem Cartoon hier ausgedrückt, was ich auf Twitter gefunden habe. Da sehen wir halt einen Effekt, der jetzt noch über das hinausgeht, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir den Doppelspalt haben, dann gilt das Interferenzmuster, wie wir es hier oben sehen. Wenn wir aber den Doppelspalt im klassischen Sinne hätten, wo wir also echte Teilchen und keine Quanten haben, dann haben wir das Bild, was wir hier unten sehen. Dann sehen wir also zwei Streifen, während wir beim Interferenzbild viele Streifen sehen. Nun, was hat es damit auf sich? In der Quantenmechanik hat man also den Effekt, dass Quanten, wenn sie zwei verschiedene Wege gehen können, dann dieses Interferenzmuster bilden. Aber was wir noch nicht gelernt haben, ist, wenn man den Versuchsaufbau so macht, dass man im Nachhinein bestimmen kann, ob das Elektron durch den oberen oder unteren Spalt gegangen ist, dann verhalten sich Elektronen auf einmal nicht mehr wie Quanten, sondern wie normale Teilchen. Sie bilden ein Beugungsbild, was dann zu dem Einzelspalt jeweils gehört. Man kann das experimentell machen. Bei Licht macht man das, indem man zum Beispiel Polarisationsfilter in die beiden Spalte bringt, sodass die eine Polarisationsrichtung oben durchfliegen kann und die andere unten durchfliegen kann. Und damit hat man eine Möglichkeit, anhand der Polarisation der Elektronen ihre Flugbahn im Nachhinein zu bestimmen, und dann sieht man wirklich den Effekt, der hier dargestellt ist. Also es sieht wirklich so aus, als ob Quanten dann, wenn man nicht ihre Flugbahn beobachten kann, also auch wenn man nicht hinguckt, diese Quanteneigenschaft haben, aber dann, wenn man genau hinguckt und weiß, wie die Quanten sich bewegen, dann verhalten sich auf einmal wie klassische Teilchen. Das ist also sehr erstaunlich und das hat zu vielen philosophischen Diskussionen geführt. Sie kennen wahrscheinlich auch die Diskussion schon zur Unschärferelation, da ist es nochmal auf einen anderen Punkt gebracht. Da heißt es, ein Quant ist entweder punktförmig und bewegt sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit, aber sobald man die Geschwindigkeit genau bestimmt, kann man den Ort nicht mehr bestimmen, und sobald man den Ort genau bestimmt, kann man die Geschwindigkeit nicht mehr genau bestimmen. Und diese Unschärfe zwischen zwei verschiedenen Größen, die kann einen beim Verständnis der Quantenmechanik als Student schon ganz schön auf den Geist gehen. Das heißt also, Quanten scheinen einerseits punktförmig zu sein, andererseits aber auch ausgedehnt zu sein. Und ich möchte Ihnen jetzt eine Analogie zeigen,
die Ihnen vielleicht ein bisschen auf die Sprünge hilft, zu erkennen, das ist nicht ein Problem der Quanten, sondern das ist ein Problem unseres natürlichen Verständnisses. Ich zeige Ihnen jetzt einen Gegenstand aus dem Alltag, der die gleichen Eigenschaften hat wie ein Quant, nämlich dass er einerseits eine ganz feste Lokalisation hat, einen ganz festen Punkt, an dem er sich befindet, andererseits er aber auch ausgedehnt sein kann, sodass man gar nicht mehr sagen kann, wo denn dieses Teil eigentlich jetzt ist. Und dazu brauche ich jetzt meinen Schal. Den hatte ich Ihnen ja am Anfang des Clips schon gezeigt. Das ist ein ganz normaler Schal hier. Und in diesen Schal mache ich jetzt einen Knoten. Ist nicht weiter kompliziert. Und Sie ahnen vielleicht schon, worum es geht. Es geht jetzt um den Knoten. Der Knoten hat eine Position. Und wenn ich den jetzt festziehe, ich kann ihn im Prinzip beliebig festziehen, dann hat der Knoten eine ganz exakte Position, da kann ich ganz genau sagen, der ist jetzt hier an der Stelle. Wenn ich den Knoten aber jetzt öffne, dann passiert Folgendes, dann habe ich auf einmal einen Schal, der an keiner Stelle mehr einen Knoten hat. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, wo denn dieser Knoten eigentlich ist. Das sind einfach hier so verschiedene Bänder. Und egal, was ich mache, ich werde also diesen Knoten nicht finden. Es gibt also keine Position, zumindest mal keine genaue Position, die ich dem Knoten zuordnen kann. Und von daher hat dieses Objekt, also dieser Knoten, quasi die Möglichkeit, einerseits seine Position zu einer großen Unschärfe zu bringen, andererseits aber, je nachdem, was ich mit dem Knoten mache, habe ich auch eine ganz exakte Position, die ich genau bestimmen kann, wo ich genau sagen kann, an welcher Stelle im Schal denn dieser Knoten ist. Und genau so stelle ich mir auch die Quanten vor. Auch die Quanten haben eben die Eigenschaft, dass sie mal eine Position haben mit großer Schärfe, dafür aber keine Geschwindigkeit und mal haben sie die Geschwindigkeit, aber keine Position. Die Geschwindigkeit könnte man hier zum Beispiel vergleichen mit der Krümmung, die der Schal hat. Und die Krümmung ist hier überall relativ klein. Und während beim festgezogenen Knoten die Krümmung sehr stark ist, sehr groß ist. Gut, das ist also die Analogie, die ich Ihnen gerne ans Herz legen würde. Da steckt unter Umständen noch mehr dahinter, als ich das Ihnen jetzt erklären kann. Denn es gibt durchaus die Möglichkeit, vieles, was wir als Teilchen oder als Quanten in der Physik erleben, unter Umständen rein topologisch erklären zu können. Topologie ist ja ein Teil der Mathematik, die sich zum Beispiel mit Knoten beschäftigt. Und es gibt Leute, die versuchen, Teile der Physik zurückzuführen auf quasi Knoten einer Raumzeit, die wir so nicht sehen können, die aber eben intern in diesem Raum vorhanden sind. Ich möchte Ihnen noch ein zweites Beispiel zeigen, was in diese Richtung hindeutet. Und zwar folgendermaßen, es geht ja hier um Spaß mit Elektronen. Wenn Sie sich Elektronen anschauen, das haben wir schon ganz am Anfang der Clips gelernt, dann sehen wir, da haben wir um die Elektronen haben wir Felder, elektrische Felder, es gibt Feldlinien. Und wenn Sie jetzt an bestimmten Stellen im Raum Kreise bilden oder besser gesagt eigentlich Kugeln im dreidimensionalen Raum, dann stellen Sie fest, das haben die Mathematiker damals schon bewiesen, insbesondere Maxwell in seinen Maxwell-Gleichungen, da kommt es genauso vor, dass man jetzt einfach zählen kann, wie viele Feldlinien gehen rein in die Kugel und wie viele kommen wieder raus. Da oben, wo wir eine positive und eine negative Ladung haben, wird man feststellen, es gehen gleich viele rein, die rauskommen. Während da unten, wo wir nur eine negative Ladung haben, also beispielsweise nur ein Elektron, da stellt man fest, da gehen viele Feldlinien rein, aber keine raus. Wenn man dann die Feldlinien aufzählt, also quasi über die Oberfläche der Kugel aufintegriert, dann kann man exakt berechnen, welche Ladung da drin ist. Und dann kann man eben daraus schließen, da ist jetzt genau ein Elektron drin. Wenn man darüber nachdenkt, könnte man auf folgende abstruse Idee kommen. Was passiert denn jetzt, wenn man in dieser Kugel, die man da jetzt gedacht rumgelegt hat, wenn man die ausschneidet und alles rausnimmt, was da drin ist, dann ist das Elektron da nicht mehr drin.
Aber nehmen wir mal an, man könnte das so rausschneiden, dass die Feldlinien sich beim Rausschneiden nicht verändern. Nun, was passiert dann? Ganz einfach, dann sieht es von außen exakt so aus, als ob da das Elektron drin wäre, obwohl gar keins drin ist. Das heißt also, wenn man dann die Feldlinien aufintegriert und die Kräfte betrachtet und alles, was man in der Physik außerhalb machen kann, dann wird man feststellen, das ist ja sicherlich da ein Elektron drin, denn sonst wären die Felder so nicht. Aber in Wirklichkeit ist gar keins drin. Das heißt also, was ich Ihnen hier erklären will, ist Folgendes. Vielleicht gibt es diese Teilchen gar nicht, mit denen wir die Experimente machen. Vielleicht ist das Ganze nur eine Eigenschaft des Raumes, der sich an bestimmten Stellen so verhält, ähnlich wie ein Knoten im Schal. So könnte es also auch im dreidimensionalen oder vierdimensionalen Raum sogenannte topologische Ladungen geben, also topologische Veränderungen des Raumes, die man nicht so ohne weiteres wegmachen kann, die sich so verhalten, als ob sie schon immer da gewesen wären. Damit sind wir im Prinzip schon am Ende dieser Vorlesung. Ganz zum Schluss noch eine Sache, die ich auch sehr wichtig finde, die auch über das hinausgeht, was man in der Schule oder auch teilweise im Studium lernt. Nämlich Folgendes, Sie haben alle davon gehört, dass Einstein mit vierdimensionalen Räumen rechnet und dass er es geschafft hat, in seiner allgemeinen Relativitätstheorie alle Gravitationseffekte, die wir kennen, alleine durch die Krümmung des Raumes zu erklären. Wir sehen also hier so eine Grafik, die das symbolisieren sollte. Der Raum ist normalerweise flach, also so wie man es in der Schule lernt, eine euklidische Ebene, die nirgendwo gekrümmt ist. Aber wenn dann Gravitation ins Spiel kommt, überall da, wo Massen und Energie sind, da verbiegt sich der Raum. In dem Fall aber nicht so wie hier dargestellt, eine zweidimensionale Ebene, die sich verbiegt, sondern es ist eine Verbiegung im vierdimensionalen Raum und ein bisschen schwieriger vorzustellen. Das hat also Einstein geschafft. Und kurz danach gab es den Herrn Kaluza. Ich selber habe da eigentlich auch nur in meinem Studium zufällig davon gehört, weil ich in der Bibliothek rumstöberte. Damals gab es ja noch kein Internet, so wie wir es heute kennen. Und man war darauf angewiesen, was in der Bibliothek so an Büchern rumstand. Da konnte man nicht einfach in Google ein Stichwort eingeben, zum Beispiel Kaluza, und dann kriegt man alles, was über ihn bekannt ist. Damals habe ich zufällig ein Buch gefunden, wo im letzten Kapitel erklärt war, dass der Herr Kaluza eine Theorie entwickelt hatte, die mit 5 Dimensionen arbeitet. Und mit den 5 Dimensionen hat Kaluza fast das geschafft, was Einstein mit 4 Dimensionen geschafft hat, nämlich eine Kraft in die Geometrie eines Raumes umzuwandeln. Nur dass Kaluza in seiner fünfdimensionalen Theorie nicht nur die Gravitation erklären konnte, sondern auch den Elektromagnetismus. Diese Theorie von Kaluza hat mich damals sehr beeindruckt, aber nicht nur mich, sondern was natürlich viel wichtiger ist. Als Einstein von dieser Idee hörte, hat er zu Kaluza geschrieben: Ich habe großen Respekt vor der Schönheit und Kühnheit Ihres Gedankens. Das heißt also, wenn jemand wie Einstein, der gerade die Gravitationstheorie zurückführen konnte auf die Krümmung eines vierdimensionalen Raumes, so über Kaluza spricht, dann heißt das, dass da wirklich eine Menge dahinter stand. Leider ist dadurch noch nicht der große Wurf passiert, weil in dieser Theorie, die nachher von Herrn Klein zu der Kaluza-Klein-Theorie weiterentwickelt wurde, die hatte noch zu viele Dinge, die schwer verständlich waren. Aber es war der Beginn einer neuen Art und Weise, über Kräfte und Teilchen nachzudenken, die letztlich von Einstein in der Gravitationstheorie begonnen wurde und über diese Kaluza-Klein-Theorien dann später zu Young-Mills-Theorien und anderen Dingen ging, die gewisse Parallelen da haben. Heute arbeiten wir als Teilchenphysiker mit den sogenannten Superstring-Theorien. Das sind dann Theorien, die mit 11 Dimensionen arbeiten. Mich hat eigentlich aber immer noch die fünfdimensionale Theorie total fasziniert. Und wenn ich mal irgendwann nicht mehr als Physikprofessor mich ständig mit Verwaltungsdingen beschäftigen muss, sondern pensioniert bin,
dann habe ich vielleicht mal wieder Zeit, über diese schönen Möglichkeiten fünfdimensionaler Räume im gekrümmten Universum nachzudenken. Damit bin ich am Ende dieses Clips. Wenn ich irgendwann nochmal Zeit habe, kann ich das vielleicht nochmal weiter ausführen, was für weitere Dinge in den Elektronen noch als Geheimnis steckt. Ganz wichtig ist dann natürlich der Spin des Elektrons, auf den wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind. Und natürlich die Masse und die Leptonenzahl und all die Dinge, die uns heute in der Forschung immer noch total beschäftigen. Vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Thank you.